Sie waren die Urmenschen im Europa der Eiszeit. Zwar auch ein Ast am Stammbaum der Menschheit, aber doch nur eine Sackgasse der Evolution. Ein Relikt aus unserer prähistorischen Vergangenheit. Neandertaler. Neandertaler haben ein Imageproblem. Mühsam kämpften sie um ihr Überleben. Sie jagten mit roher Kraft und einfachen Steinwerkzeugen. Sie galten als primitiv, ohne Sprache, Kunst oder der Denkfähigkeit einer höher entwickelten Art wie uns. Sie waren nicht so intelligent wie heutige Menschen. Ihr Ende beginnt vor 40.000 Jahren, als unsere Vorfahren, moderne Menschen, in Europa einwanderten. Anstelle des Bildes von primitiven Wilden tritt jetzt eine andere Vorstellung von Neandertalern. Wie genetische Beweise zeigen, standen sie uns viel näher. Wir müssen den Stammbaum der Menschheit neu zeichnen, da ihr Erbe sich mitten in unseren Genen findet. Wenn die Wissenschaftler nun das wahre Vermächtnis der Neandertaler in unserer Geschichte und unserem Erbgut entschlüsseln, was bedeutet das für uns? Vor 40.000 Jahren ist Europa fest im Griff einer Eiszeit. In dieser harten, gnadenlosen Welt leben die Mitglieder einer alten menschlichen Spezies, Neandertaler. Die Lebensumstände dieser Zeit sind so brutal, dass nur die Härtesten überleben. Sie waren sehr muskulös, klein, breit, stämmig und kräftig gebaut. Sie waren Jäger und Sammler. Es gab nur wenig Wild. Die meisten Neandertaler wurden höchstens 30 Jahre alt. Ein kurzes, hartes Leben. Diese Jagd ist extrem gefährlich. Sie stellten ihre Beute, mussten nah an sie herankommen und sie mit Speeren durchbohren. Dazu gehört eine Menge Mut und viel Kraft. Neandertaler konnten über 200 Kilo an Gewicht stemmen. Ihre großen Speere waren Stoßwaffen, mit denen sie tonnenschwere Tiere erlegten. Neandertaler überstehen in Europa mindestens 300.000 Jahre lang auch härteste Lebensbedingungen. Doch vor etwa 40.000 Jahren betritt eine andere Art von Menschen die Bühne. Unsere Spezies, Homo sapiens. Homo sapiens wandern aus Afrika ein, verbreiten sich im Gebiet der Neandertaler und sie sind zehnmal so viele. Plötzlich gibt es zwei Arten, die konkurrieren. Sie jagen dieselben Tiere, sammeln dieselben Pflanzen, wetteifern um dieselben Lebensräume und die besten Höhlen. Rund 10.000 Jahre später sind keine Neandertaler mehr da. Die Geschichte der Neandertaler ist wie ein Kriminalroman. Sie waren hier und sie verschwinden etwa zur selben Zeit, in der wir erscheinen. Warum sind sie verschwunden, aber Homo sapiens haben überlebt? Jahrelang glaubten viele Wissenschaftler, wir hätten die Neandertaler verdrängt, weil unsere Gehirne ihren Muskeln überlegen waren. Diese
Theorie geht auf die Zeit vor über 150 Jahren zurück, als die ersten Neandertaler-Schädel gefunden wurden. Den Forschern jener Zeit erschienen diese Schädel primitiv verglichen mit unseren. Chris Stringer ist ein weltweit führender Neandertaler-Experte. Wir können einen Neandertaler-Schädel immer hundertprozentig erkennen. Sie haben einen sehr breiten Schädel, einen starken Augenbrauenwulst. Und das wohl klarste Merkmal ist die vorspringende Gesichtsmitte und die fliehenden Wangenknochen. Ein Fund hatte starken Einfluss auf unser Bild des Neandertalers. Ein von akuter Arthritis entstelltes Skelett, das fälschlicherweise als Modell in gekrümmter Haltung und mit schleppendem Gang nachgebildet wurde. Dieser frühe Fund prägte über Jahrzehnte die allgemeine Vorstellung vom Neandertaler und ließ ihn als animalischen Höhlenmenschen erscheinen. Neandertaler haben wirklich ein Imageproblem. Sie sind mürrisch, sehen dumm aus und haben keine Persönlichkeit. Die Rekonstruktionen ließen sie affenartiger und bestialischer erscheinen. Sehr haarig, mit Greifzehen, hängendem Kopf und schlurfendem Gang. Doch vor allem glaubten die Wissenschaftler, dass Neandertalern etwas fehlte, das uns Menschen ausmacht: Intelligenz. Sie waren nicht so intelligent wie heutige Menschen. Mit ihren einfachen Steinwerkzeugen und ohne Kunst oder Schmuck wirken die Neandertaler weniger hochentwickelt als moderne Menschen. Doch ist das wirklich alles? Neue Entdeckungen in Genetik und Archäologie stellen dieses traditionelle Neandertalerbild in Frage. Metin Erin verbrachte 6 Jahre damit, die Technologie der Neandertaler zu studieren. Solche Levallois-Abschläge, benannt nach der ersten Fundstelle, waren das weit verbreitete Werkzeug der Neandertaler. Auf den ersten Blick wirken sie simpel, fast wie ein Zufallsprodukt. Aber als Metin Erin versuchte, sie zu reproduzieren, erlebte er eine Überraschung. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass die Levallois-Technik viel schwieriger ist als jede Homo sapiens-Technologie. Ich habe 18 Monate gebraucht, um die Levallois-Technik zu beherrschen. Und da hatte ich schon jahrelang mit Feuerstein gearbeitet. Hier gibt es ein klares Ziel. Sie schlagen nicht einfach Splitter ab, um eine scharfe Schneidkante zu bekommen. Metin Erin beginnt zu begreifen, dass dies kein Zufallsprozess ist. Er erkundet die Systematik dieser Technik mit Hilfe der Morphometrie, ein Analyseverfahren, das genaue Formen und Winkel von Objekten erfasst. Demnach müssen die Neandertaler eine präzise Schlagtechnik verwendet haben, um einen rohen Feuersteinknollen sorgsam zu einem sogenannten Kernstein zu formen. Im letzten, wichtigsten Schritt muss man den Kernstein mit einem einzelnen präzisen Schlag so treffen, dass sich der perfekte Abschlag löst. Und dieser Abschlag ist ein erstaunlich vielseitiges Werkzeug. Ich forme das so, dass der Kernstein eine sanfte Wölbung nach außen hat und der große Abschlag rundherum eine scharfe Kante bekommt. Das macht dieses Stück auf vielseitige Weise verwendbar. Ich bekomme damit viel Kraft in jeden Schnitt. Ich muss nur ein bisschen mehr Druck ausüben,
und die Steinklinge geht vollständig durch dieses große Stück Schinken hindurch. Es hat nur 1,5 Minuten gedauert, kein Problem. Metin Ehrens Arbeit zeigt, wie komplex die Werkzeuge der Neandertaler sind. Und es gibt noch erstaunlichere Beweise dafür, dass Neandertaler fortgeschrittene Technologien beherrschten. Der holländische Archäologe Wilro Brücks erforscht neue Funde, von denen einer 250.000 Jahre alt ist. Eine Speerspitze aus Feuerstein mit einer schwarzen Masse an ihrer Basis, die wahrscheinlich als Klebstoff diente. Funde von vielen Grabungsstätten zeigen, wie Neandertaler Steinspitzen an Holzschäften befestigten. Erst wurden sie mit Sehnen oder Leder festgebunden, dann mit einer Art Leim gesichert. Aus der Verbindung von Steinspitze und Schaft wurde eine stabile Waffe. Chemische Studien zeigen, dass dieses Material aus erhitzter Birkenrinde hergestellt wurde. Es ist nicht nur ein Stoff, den man von Kiefern absammelt, wenn man sie verletzt, also das natürliche Harz, das dann herauskommt, sondern die Neandertaler haben es selbst produziert. Dies ist der älteste bekannte Werkstoff, der synthetisch hergestellt wurde. Er macht die Neandertaler und nicht uns zu den Erfindern des vielleicht ersten industriellen Verfahrens. Doch wie konnte eine angeblich primitive Art das schaffen? Um mehr herauszufinden, startet Wilro Brücks gemeinsam mit seinem Kollegen Friedrich Palmer ein Experiment. Sie wollen die Neandertaler-Technik der Pechgewinnung nachahmen. Ein komplizierter Prozess der sogenannten trockenen Destillation. Dabei verwenden sie nur Materialien, die auch den Neandertalern vor 250.000 Jahren zur Verfügung standen. Ein umgedrehter Tierschädel, um das Pech aufzufangen. Ein kleiner Stein, an dem das Pech kondensieren soll. Einige Rollen Birkenrinde als Rohstoff und eine Lage Asche zur luftdichten Abdeckung, damit die Rinde nicht verbrennt. Röbrücks und Palmer müssen die Rinde auf 400 Grad erhitzen. Zu wenig Hitze und es entsteht kein Pech. Zu viel und die Rinde verbrennt. Acht Stunden später sollte das Pech am Stein in dem Tierschädel kondensiert sein. Trocken. Heute konnten Röbrücks und Palmer nur eine winzige Menge Pech gewinnen. Anscheinend ist dieses Experiment zu klein ausgefallen, um ausreichend Pech zu erzeugen. Die Neandertaler müssen die Technik in größerem Maßstab angewendet haben. Aber wie? Das wissen wir noch nicht. Sicher ist aber, dass die Neandertaler einen komplexen thermischen Prozess beherrschten. Ihre Pechgewinnung und die charakteristische Werkzeugherstellung legen nahe, dass ihre Technologie höher entwickelt war als bisher gedacht. Zudem wurden solche Artefakte in weiten Landstrichen Europas gefunden. Das wirft die Frage auf, wie haben Neandertaler solche komplexen Ideen kommuniziert? Ist es möglich, dass sie eine Fähigkeit hatten, von der wir dachten,
Wir hätten sie als Einzige? Die Sprache? Man nimmt an, dass es eine Art Kommunikation zwischen den Generationen oder zwischen Gruppenmitgliedern gab. Aber Sprache lässt sich natürlich nur ganz schwer ausgraben. Neue Hinweise kommen jetzt von einem ganz anderen Zweig der Wissenschaft, mit dem Neandertaler erst seit kurzem erforscht werden. Svante Per-Ebo gehört zu den neuen Detektiven, die unsere Frühgeschichte erforschen. Doch er ist kein Archäologe und seine Grabungen finden im Labor statt. Per-Ebo interessiert sich für Menschen und für das, was uns von unseren nächsten Verwandten unterscheidet. Als Genetiker vergleicht er unsere Erbsubstanz mit der von anderen Zweigen unseres Stammbaums. Es geht darum herauszufinden, was uns weltweit einzigartig macht. Wieso moderne Menschen sich über die ganze Erde verbreiten und all diese Technologien entwickeln konnten. Die ganze Kultur, die typisch für moderne Menschen ist. Es liegt in unserer Natur. Der Mensch muss forschen und erkunden. Per-Ebo und seine Kollegen betrachten spezifische Gene, bei denen ein Unterschied zwischen Menschen und unseren nächsten Verwandten zu erwarten ist, wie das sogenannte Sprachgen, FOXP2. FOXP2 ist ein sehr interessantes Gen, weil es eines der wenigen Gene ist, die direkt mit einer rein menschlichen Eigenschaft in Verbindung stehen, der Sprache. FOXP2 findet sich bei vielen Arten, aber die menschliche Version ist einzigartig. Indem er sie mit einer möglichen Neandertaler-Version verglich, wollte Per-Ebo herausfinden, was die menschliche Sprache so besonders macht. Aber bevor er damit anfangen konnte, brauchte er den genetischen Fingerabdruck sowohl von Neandertalern als auch von Menschen. Ihr Genom. Ein Genom ist der unverwechselbare genetische Bauplan für eine Spezies. Es besteht aus einer bestimmten Reihe von Chromosomen, die die typischen Eigenschaften der Art bestimmen. In den Chromosomen befinden sich Gene, die festlegen, ob wir zwei oder vier Beine haben oder ob uns Federn oder Haare wachsen. Und jeder Teil dieses Bauplans ist in einem einzigen Molekül kodiert, der DNA. Als Svante Per-Ebo sein Projekt startete, war das menschliche Genom bereits entschlüsselt worden. Doch niemand hatte je versucht, das Erbgut der Neandertaler zu sequenzieren. Per-Ebo sah sich der scheinbar unlösbaren Aufgabe gegenüber, das mit DNA aus dem Zellkern einer 30.000 Jahre alten Zelle zu tun. Ed Green ist Genetiker in Per-Ebos Team. Sobald wir wussten, dass das theoretisch möglich war, überlegten wir, wie wir es praktisch umsetzen konnten, wie wir genug Zellkernmaterial bekommen könnten. Wir machten ein paar Rechnungen und dachten, ja, es sollte gehen. Wir verbrachten viel Zeit damit, uns viele archäologische Stätten und alte Knochen anzuschauen. Und entschieden uns schließlich für diese Stätte in Kroatien. Die Vendija-Höhle im Norden Kroatiens enthielt einen genetischen Schatz. Die 30.000 Jahre alten Knochenfragmente von drei weiblichen Neandertalern. Die ausgesprochen gut erhaltenen Knochen boten Per-Ebos Team die beste Chance, Neandertaler-DNA zu gewinnen. In einer sterilen Umgebung nahm das Team Knochenproben und löste sie vorsichtig auf, um sie dann bei hoher Geschwindigkeit zu zentrifugieren.
So lassen sich normalerweise DNA-Stränge gewinnen. Aber damit fingen die Probleme erst an. Die Knochenproben enthielten Milliarden von unerwünschten Eindringlingen. Bei den meisten Knochen sahen wir ein paar Moleküle Neandertaler-DNA, aber die überwiegende Mehrheit kam von Bakterien und Pilzen, die auf dem Knochen seit Zehntausenden von Jahren wuchsen. Die Zeit, seitdem der Knochen im Boden steckte. Um weiterzukommen, musste das Team die falsche DNA zerstören. Sie erfanden eine Reinigungstechnik mit Hilfe von Enzymen, die gezielt die bakterielle DNA der Proben eliminierte. Das Ergebnis war eine saubere Probe mit einer fünffach höheren Konzentration von Neandertaler-DNA als die Ausgangsprobe. Das vereinfachte die Analyse. Doch immer noch war es eine Herausforderung, das Genom zu rekonstruieren. Die gewundenen Stränge der DNA-Moleküle werden von vier chemischen Substanzen zusammengehalten, die mit Buchstaben symbolisiert werden. Sie bilden immer Paare, entweder C mit G oder A mit T. Sie sind die Bausteine und ihre Einheiten bilden in ihrer Gesamtheit den Bauplan des Erbguts. Ihre Reihenfolge ist extrem wichtig. Wenn nur ein Buchstabe in den 3 Milliarden Paaren nicht stimmt, ist das Genom ungenau. Doch die DNA war zu Fragmenten zerfallen, wie ein riesiges Puzzle. Das Team musste sie in der richtigen Reihenfolge zusammensetzen. Es dauerte 4 Jahre, bis das Team alle Fragmente der Neandertaler-DNA zu einem kompletten Genom zusammengesetzt hatte. Jeder interessiert sich für menschliche Evolution und es ist unglaublich, welche technischen Möglichkeiten wir mittlerweile haben. Noch dazu wenden wir sie an unserem nächsten ausgestorbenen Verwandten an. Er kann uns viel über Evolution und menschliche Biologie lehren. Eine unglaublich spannende Arbeit. Endlich konnte Peebos Team damit beginnen, die Neandertaler-DNA mit den Genen moderner Menschen zu vergleichen. Zu den ersten Bereichen, die sie betrachteten, gehörte FOXP2, das Gen, das die Sprache steuert. Würde es bei beiden Arten gleich sein? Hatten die Neandertaler dieses Gen überhaupt? Zu meiner Überraschung kam heraus, dass beide es haben. Neandertaler hatten exakt dieselbe Version des FOXP2-Gens wie moderne Menschen. Dieselben chemischen Bausteine in exakt derselben Reihenfolge. Ich bin ganz sicher, dass Neandertaler kommunizieren konnten. Ob es genauso eine Art Sprache war, wie wir sie verstehen, ist eine andere Frage. Peebos Arbeiten bestätigen die Ansicht, wonach Neandertaler und moderne Menschen mehr Fähigkeiten teilen als bisher vermutet. Doch die Preisfrage lautet: Gab es genug Gemeinsamkeiten, dass wir uns mit ihnen kreuzen konnten? Wenn Neandertaler und moderne Menschen sich erfolgreich kreuzten, müssten Spuren ihrer DNA in unserer zu finden sein. Die meisten Forscher, einschließlich Peebo, hielten das für extrem unwahrscheinlich. Wenn sich verschiedene Arten paaren, sind ihre Nachkommen in der Regel unfruchtbar. Doch nun war das Neandertaler-Genom sequenziert und Peebo und sein Team konnten der Frage nachgehen. Als erstes kartierten sie das individuelle Erbgut von 5 Vertretern unterschiedlicher Ethnien aus der Gegenwart. Dann verglichen sie deren moderne DNA mit der der Neandertaler.
Sie legten den Fokus auf kleine, spezifische Gebiete, in denen häufig Variationen auftreten. Also die Anordnung der DNA-Buchstaben von einem Individuum zum nächsten abweicht. Wenn eine Kreuzung mit Neandertalern stattgefunden hat, würden hier die typischen Sequenzen der Neandertaler-DNA in der Menschen-DNA zu finden sein. Andernfalls gäbe es keine Spuren der Neandertaler-DNA. Peebo erwartete, dasselbe negative Ergebnis im Genom aller 5 modernen Menschen zu finden, egal woher sie stammten. Wenn Neandertaler mit uns allen genauso entfernt verwandt sind, stimmen sie mit Franzosen genauso überein wie mit Afrikanern. Doch das Ergebnis ist ein anderes. Als wir Afrikaner und Europäer verglichen, entsprach die Neandertaler-DNA dem Europäer häufiger als dem Afrikaner. Das Ergebnis legt nahe, dass Europäer und Asiaten genetisch näher mit Neandertalern verwandt sind als Afrikaner. Das bedeutet, Europäer und Asiaten haben irgendwann Neandertaler-DNA aufgenommen. Das hat mich ziemlich erschüttert. Ich dachte, es wäre ein statistischer Fehler. Es war nicht so signifikant, es würde sich bestimmt verlieren, wenn wir mehr Daten hätten. Also ließ Peebo sein Team die Arbeit mehrfach wiederholen. Wir mussten sicher sein, dass unser Ergebnis richtig war. Wir haben das Problem aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Jedes Mal stellten wir die Frage ein bisschen anders. Und wir bekamen wieder die Antwort, es ist ein Neandertaler. Erst überzeugten wir uns und schließlich die Welt davon, dass ein kleines bisschen Neandertaler-Erbgut im Genom heutiger Menschen steckt. Der Anteil von Neandertaler-DNA in modernen Genomen ist klein, zwischen 1 und 4%. Doch das bedeutet etwas Erstaunliches. Nachdem sie aus Afrika ausgewandert waren, müssen moderne Menschen zusammen mit Neandertalern fruchtbare Nachkommen gezeugt haben, die Segmente der Neandertaler-DNA in sich trugen und weitervererbten, bis heute. Und das ist nicht alles. Archäologen überprüfen bisher unbekannte Hinweise, die für die Fähigkeiten der Neandertaler sprechen. Ein Merkmal unserer Spezies ist die uralte Liebe zu Kunst, Ritualen und Schmuck. Wir sehen die erstaunlichen Höhlenbilder und Statuetten der modernen Menschen überall von Westeuropa bis Sibirien. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass Homo sapiens in neue Gebiete vordrangen. Sie legten weite Strecken zurück und mussten sich miteinander verständigen. Mit anderen durch Kunst und Rituale zu kommunizieren, galt lange einzig und allein als eine menschliche Eigenschaft. Man vermutete, dass Neandertaler weniger intelligent waren. Archäologen erforschten diese Frage unter anderem, indem sie untersuchten, wie häufig Menschen Symbole benutzten. Hinweise auf Symbolismus bei Neandertalern gab es kaum, bis vor kurzem. Dies ist eins von vielen Stücken aus Braunstein, einem schwarzbraunen Mineral, das in einer Neandertaler-Höhle in Frankreich gefunden wurde. Die Spitze ist abgenutzt, wie ein Buntstift. Archäologen entdeckten an Neandertaler-Fundorten in Gibraltar Schnittmarken auf Flügelknochen von Krähen und Greifvögeln. Diese Knochen haben kaum Nährwert. Daher deuten die Schnittspuren darauf hin, dass Neandertaler die Federn abtrennten und damit ihre Haare und Körper schmückten. Und in Spanien fanden sich an Muschelschalen feinste Spuren von Hämatit oder Eisenglanz,
ein rotes Mineral, das oft als Farbstoff genutzt wurde. Dank säuberlich gebohrter Löcher ließen sich die dekorierten Muscheln wahrscheinlich als Schmuck tragen. Und das ist nicht alles. Dies ist eine Schale der Mittelmeerauster. Und man sieht auf der Innenseite die Reste eines schwarzen, schimmernden Pigments. Zilau fand sowohl einen stiftartigen Knochensplitter mit roten Mineralien an seiner Spitze, wie auch eine Muschelschale mit schimmerndem Pigment und Fragmente anderer Mineralien. Zusammen bilden sie eine wichtige Sammlung, glaubt Zilau. Wenn er alle Puzzlesteine zusammen betrachtet, ist Zilau überzeugt, dies sind die Überreste eines Neandertaler-Schminkkastens. Es liegt nahe, dass in diesen Schalen kosmetische Mittel präpariert wurden und dass sie Werkzeuge waren, um eine Art Glitzer-Make-up herzustellen oder aufzutragen. Dies ist das fehlende Puzzleteil. Damit kann man den entscheidenden Beweis im Streit um den Symbolismus der Neandertaler führen. Zilau denkt, dass Neandertaler die Körperbemalung nutzten, um Freund von Feind zu unterscheiden. Genau wie wir es heute noch tun. Doch selbst wenn Neandertaler sich bemalten und symbolische Handlungen verübten, bedeutet das, dass sie genauso dachten wie moderne Menschen? Unsere modernen Vorfahren hatten Rituale und Religionen. Hinweise auf ähnliche Verhaltensweisen bei Neandertalern gab es nicht, bis ein Archäologenteam in Südspanien eine erstaunliche Entdeckung machte. Ihre Funde sind Hinweise auf ein Neandertaler-Ritual. In dieser Höhle grub das Team unter Leitung von Michael Walker einen tiefen Schacht aus. Sie fanden darin über 300 Knochen von etwa 10 Neandertalern, begraben unter Felsen, die von der Höhlendecke herabgefallen waren. Drei der Neandertaler fielen Walker auf. Er denkt, dass sie nicht unbedingt Opfer von Steinschlag geworden waren. Wenn Steine von der Decke auf dich fallen, dann ist es doch seltsam, wenn du nicht versuchst zu fliehen. Aber eine von ihnen liegt mit den Händen am Kopf, fast in Schlafposition. Zwar sind die Knochen dieser jungen Frau mit dem Kalkstein verschmolzen und schwer zu erkennen, doch Michael Walker glaubt, ihr Körper könnte bewusst und sorgsam in Embryonalstellung gelegt worden sein. Wenn diese Annahme stimmt, war dies kein Steinschlag. Dann wurde sie vor rund 50.000 Jahren von jemandem absichtlich beerdigt. Und die Steine wurden zum Schutz auf sie gelegt. Und die Höhle hat noch mehr zu bieten. Nah am Körper des Mädchens entdeckte Walkers Team die versteinerten Knochen von zwei Panthertatzen. Diese abgetrennte Panthertatze wurde bei ihr gefunden. Und da der Panther die Knochen nicht gefressen oder durcheinandergebracht hat, ist es wahrscheinlich, dass die Neandertaler den Panther erlegt und seine Tatzen abgeschnitten haben. Vielleicht war es so ähnlich, wie wenn Jäger heute in Amerika Bärentatzen abschneiden. Ich frage mich, ob Neandertaler manchmal eine Panthertatze abgeschnitten und als Trophäe behalten haben. Walkers Idee, dass die abgetrennten Panthertatzen Trophäen oder Grabbeigaben waren, ist eine interessante Vermutung. Ich glaube, es gibt genügend Beispiele für Neandertaler-Begräbnisse. Man kann annehmen, dass sie ihre Toten absichtlich bestatten.
Aber ob sie wirklich Grabbeigaben in diese Gräber legten und damit Botschaften in ein Jenseits schickten, das ist doch sehr unsicher. Ob Neandertaler Begräbnisse ein Beweis für komplexe Rituale oder einen Glauben sind, ist heiß umstritten. Aber vieles deutet darauf hin, dass Neandertaler geschickter und fortgeschrittener waren als bisher gedacht. Und damit stellt sich die vielleicht wichtigste aller Fragen: Warum sind wir noch hier und Neandertaler nicht? Die Geschichte der Neandertaler scheint klar. Ihre Vorläufer erreichten Europa vor etwa 800.000 Jahren. Als Homo sapiens vor rund 40.000 Jahren dazukommt, ist das der Anfang vom Ende der Neandertaler. Gut 10.000 Jahre nach Ankunft der modernen Menschen sind die Neandertaler praktisch spurlos verschwunden. Manche Wissenschaftler glauben, dass wir sie ausrotteten, da wir erfolgreicher bei der Jagd nach Ressourcen waren oder indem wir sie sogar töteten. Aber die neuesten Erkenntnisse deuten auf eine andere Möglichkeit hin. Bald nachdem Svante Paabos Team herausfand, dass sich Neandertaler und moderne Menschen außerhalb Afrikas kreuzten, ging der Anthropologe John Hawkes der Frage noch einmal auf den Grund. Er wollte wissen, ob diese Vermischung selten oder häufig vorgekommen war. Hawkes brauchte dazu mehr als nur die 5 menschlichen Genome, die Paabo analysiert hatte. Und er hatte Glück. Ein Wissenschaftlerteam veröffentlichte eine große neue Datenbank mit Erbgut einzelner Menschen aus der ganzen Welt. Die Daten des 1000 Genome-Projekts wurden zugänglich. Und so konnten wir den Vergleich auf über 1000 Menschen aus verschiedenen Völkern ausweiten. Wenn es relativ selten zur Kreuzung von Neandertalern und modernen Menschen kam, dann müssten alle Nicht-Afrikaner der Erde dieselbe kleine Menge von Neandertaler-DNA geerbt haben. Aber das war nicht so. Wir sehen, dass es hier in China etwas weniger ist. In Europa ist es etwas mehr. Und wenn wir Europäer aus Südeuropa vergleichen, dann ist es in der Toskana etwas mehr als in anderen Teilen Europas. Hawkes Daten zeigen, dass außerhalb von Afrika die Chinesen den geringsten Anteil der Neandertaler-DNA besitzen. Manche von ihnen haben nur 2%. Aber in der norditalienischen Toskana steigt der Anteil auf 4%. Das bedeutet, dass Toskaner mehr Neandertaler-Gene besitzen als alle anderen heutigen Menschen. Wenn Hawkes damit recht hat, war Südeuropa zur Eiszeit das Zentrum der Vermischung von Neandertalern und Menschen. Dies war der Lebensraum der Neandertaler. Moderne Menschen kreuzten sich mit ihnen über eine längere Zeit und in einem größeren Gebiet. Und folglich bekamen die Europäer etwas mehr Neandertaler-DNA ab. Es gab also nicht nur ein paar Mal sexuellen Austausch zwischen Menschen und Neandertalern, sondern oft. Das verändert unsere Vorstellung des Zusammenlebens von Menschen und Neandertalern im eiszeitlichen Europa dramatisch. Und es eröffnet eine neue Sichtweise auf das Verschwinden der Neandertaler. Wenn wir daran denken, wie andere Tierarten aussterben, dann stellen wir uns das meist als ein sehr plötzliches Ereignis vor. Ein Asteroid trifft die Erde und sie sind weg. Bei den Neandertalern ist es ein ganz allmählicher Prozess, der sich über Tausende von Jahren hinzog. Hawkes glaubt, dass die DNA der Neandertaler von der dominanten Bevölkerung absorbiert wurde. C.
zahlenmäßig den modernen Menschen 10-1 unterlegen, wurden Neandertaler demnach nicht von einer angeblich überlegenen Art bis zur Ausrottung gejagt, sondern sozusagen von der Mehrheit quasi aufgesogen, genetisch überschwemmt. Ich würde das Ende der Neandertaler als Prozess des wechselseitigen Austauschs und der Absorption betrachten. Die Neandertaler waren auf der Verliererstraße. Ihre einzige Aussicht zu überleben war, sich mit unserer Population zu vermischen. Aber ist der Teil der Neandertaler-DNA bei uns nur eine Laune der Genetik oder gibt es eine ernstzunehmende Seite dieses Erbes? Haben wir einen Vorteil davon? Und wenn ja, welchen? Ed Green und sein Team untersuchten die von uns geerbten Sektionen der Neandertaler-DNA noch genauer. Eine logische Frage ist, welche Auswirkung hat der genetische Beitrag der Neandertaler auf die Menschen heute? Die meisten Gene, die sie untersuchen, haben keine bisher bekannte Funktion. Doch dann findet das Team etwas Verblüffendes. Neandertaler DNA steckt an wichtigen Positionen unseres Immunsystems und beinhaltet Gene, die uns befähigen, Krankheiten abzuwehren. Diese Gebiete nennen sich humane Leukozyten-Antigene oder HLAs. Sie produzieren Zellen, die Viren und Bakterien bekämpfen. Als Neandertaler Hunderttausende von Jahren im eiszeitlichen Europa lebten, muss sich ihr Immunsystem den hier vorkommenden Krankheiten angepasst haben. Es sind ganz wichtige Werkzeuge für das Überleben. HLA-Typen sind wichtig, weil sie dem Körper bei der Krankheitsbekämpfung helfen. Also ist ganz klar, dass die genetische Erbschaft im Immunsystem das Ergebnis des gegenseitigen Austausches war. Vielleicht übertragen sie einen Selektionsvorteil. Vielleicht verschafften die Immunsystemgene den Neandertalern einen Überlebensvorteil. Und der übertrug sich auf Menschen, die durch Kreuzung diese Gene erbten. Dies ist das Epstein-Barr-Virus, das zu Drüsenfieber und einer Art von Blutkrebs beitragen kann. Green fand heraus, dass eine der von Neandertalern geerbten HLAs das Risiko der Infektion durch dieses tödliche Virus verringert. Und das ist erst die Spitze des Eisberges. Wenn wir das Neandertaler-Genom genauer betrachten und besser charakterisieren können, dann finden wir bestimmt noch mehr davon. Anscheinend haben die Neandertaler, die sich mit unseren menschlichen Vorfahren paarten, ihren Nachkommen eine lebensrettende Erbschaft hinterlassen, die uns bis heute von Nutzen ist. Genetische und archäologische Forschungsergebnisse sind noch lange nicht komplett. Doch sie geben uns schon jetzt tiefreichende Erkenntnisse. Die Geschichte der Neandertaler berührt den Kern unseres heutigen Daseins. Wir stehen in der Schuld eines geheimnisvollen, längst ausgestorbenen Zweigs der Menschheitsfamilie. Wie tief, das beginnen wir gerade erst zu entdecken.